Warum ist das Thema Diabetes ja, so wichtig? Warum muss man darauf aufmerksam sein? Ich bin selber Typ 1 Diabetiker und ich finde gerade, viele Leute stellen mich diese Frage und sind dann immer wieder verwundert, weil irgendwie die das nicht erwarten oder so, aber genau das ist ja die Sache. Man sieht es halt nicht, wer Diabetes hat und immer mehr Leute haben es leider und es ist halt nun mal eine Kondition, mit der man leben muss und lernen, damit umzugehen. Und das ist letztendlich ist eine Herzensangelegenheit, aber ist mir natürlich auch selbst als Diabetiker sehr wichtig. Sie haben gesagt, Sie haben diese Krankheit selbst. Wie lebt es sich damit im Alltag? Worauf müssen Sie achten? Wie leben Sie? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das ein Kinderspiel ist. Es ist natürlich immer wieder eine Herausforderung und gerade meist dann, wenn man denkt, alles super, dann passiert irgendetwas, ein Tief, ein Hoch, was auch immer. Und ja, das ist immer wieder eine Herausforderung, aber zum Glück hat man ja, also entweder ob es jetzt eine Stiftung ist, sein Diabetologen oder Freunde, Familie, die einem beiseite stehen und dann halt auch mal eine Stütze bieten können. Und ja. Es gibt verschiedene Arten von Diabetes, Typ 1, Typ 2. Typ 2 kann man durch einen gewissen Lebensstil auch verhindern. Das ist ja auch ein Thema der Aufklärung. Was kann man den Menschen mitgeben? Wie kann man sich verhalten, wenn man darauf achten möchte? Also ich glaube, gerade bei Typ 2 ist halt nun mal die Möglichkeit, dass man es halt auch wieder rückgängig machen kann. Aber was soll man sagen? Ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, auf seinen Körper zu hören. Wenn irgendwas nicht stimmt, dann auch mal unter die Haube zu schauen. Und viel wichtiger, halt auch Vorsorge zu üben, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und das ist natürlich, als Typ 1 Diabetiker wurde ich damit überrascht, konfrontiert und auf einmal dann halt auch mitten in meiner, ich glaube 21 war ich, da will man natürlich nichts hören von wegen hier, iss nicht das, mach nicht dies und mach auch das und achte darauf und nee, will man alles nicht. War für mich ein langer und auch steiniger Weg, aber hier bin ich, mir geht's gut und hoffentlich auch noch für viele Jahre. Ja, Sie sehen auch fantastisch aus. Danke. Was tun Sie denn sonst so für sich, um fit und auch gesund zu sein? Also Sport ist natürlich wichtig, gerade auch für die Krankheit, aber jetzt auch generell, finde ich, auch für den Kopf. Und generell nett zu sich selbst sein. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle ein bisschen mehr machen könnten, gegenseitig, aber halt auch, wie gesagt, für sich selbst auch mal einen Fehler zu verzeihen, sich nicht zu kreuzigen, wenn jetzt irgendwie das Spritzen oder was auch immer nicht so gelingt und mein Wert nicht so ist. Das ist ja ein Marathon und kein Sprint. Dankeschön. Gerne.